Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind gestärkt zurück im Karl-Didetius-Saal und können unser Symposium fortsetzen. Zoom verrät mir auch, dass bereits 87 Teilnehmer zumindest mit dabei sind. Ich hoffe, Sie sind auch alle wieder schon zurückgekommen. Wir kommen jetzt zu dem Thema die Übersetzungen von Karl Didetius, Würdigung und Kritik. Wenn man von Karl Didetius spricht, nicht nur am 100. Geburtstag, dann meistens in Superlativen. Kritik, die durchaus von manchen Literaturwissenschaftlern auch mal geäußert wird, wird eher hinter vorgehaltener Hand geäußert. Deshalb wollen wir uns den Übersetzungen von Karl Didetius jetzt zuwenden, natürlich mit der Würdigung, aber auch mit der Kritik. Als Referenten haben wir Bernhard Hartmann und Birgit Krehl. Bernhard Hartmann ist Übersetzer und Literaturwissenschaftler. Ich habe mir überlegt, wie soll ich ihn vorstellen? Es gibt ja den Begriff des Poeta Doctus und so muss man bei ihm vielleicht sagen, er ist ein Translator Doctus und übrigens auch früherer Karl Didetius Preisträger. Birgit Krehl ist Polonistin an der Universität in Potsdam und dort für polnische, aber auch tschechische Literatur zuständig. Sie hat sich sehr intensiv mit Übersetzungswissenschaft, Translatorik beschäftigt und betreut dort auch den entsprechenden Studiengang. So viel als Einführung. Das Wort hat Bernhard Hartmann. Ja, vielen Dank, Manfred, für die Vorstellung. Vielen Dank für die Einladung, überhaupt, dass ich teilnehmen kann. Genau, dann legen wir los. Übersetzungen von Karl Didetius, Würdigung und Kritik. Das ist natürlich eine Aufgabe, die in 15 Minuten unmöglich zu bewältigen ist. Und wahrscheinlich würde die Zeit nicht einmal ausreichen, um aufzuzählen, was Karl Didetius alles übersetzt hat. Hinzu kommt, dass es die Übersetzungen von Karl Didetius im Sinne eines homogenen Öffres, das sich über einen Kamm scheren oder auf einen Nenner bringen ließe, überhaupt nicht gibt. Dazu später. Und ohnehin ist das Würdigen und Kritisieren von Übersetzungen eine alles andere als einfache Sache, wenn es mehr sein soll als das Aufspüren von Fehlern oder ein Aneinanderreihen von Gemeinplätzen wie dem von der viel zitierten Kongenialität. Bei Didetius ist außerdem zu berücksichtigen, dass er von Anfang an nicht als Philologe übersetzt, sondern als Kulturmittler. Stärker als bei anderen Übersetzungen leitet sich bei ihm das Wie des Übersetzens aus seiner Interpretation der Rolle des Übersetzers ab, weshalb sich auch seine Bedeutung und bis heute anhaltende Wirkung wohl weniger der spezifischen Qualität seiner Übersetzungen verdankt, als vielmehr dem, was er mit und aus diesen Übersetzungen gemacht hat. Vor diesem Hintergrund beschränkt sich meine Würdigung von Didetius übersetzerischer Leistung auf eine kritische, im Sinne von analytischer, Teillektüre einer seiner Übersetzungen und ihrer verschiedenen Fassungen. Beginnen möchte ich aber mit einigen Zitaten, die das Selbstverständnis des Übersetzers Karl Didetius erhellen. Und hier würde ich die Regie bitten, vielleicht die Folie 2 der Präsentation einzuspielen, wenn das möglich ist. Ja, einen Moment. Ja, danke.
Ein Moment Geduld bitte. Wir sind dabei. Es klappt nicht, bei uns beiden nicht, aber wir haben es gleich. Ja, vielleicht die nächste Seite dann bitte. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Für die Decius war das Übersetzen weit mehr als bloße Sprachdienstleistung. In einem Vortrag aus dem Jahr 1967 formuliert er seinen Anspruch unter Verweis auf Goethes westöstlichen Divan. Ich zitiere: Ähnlich wie Goethe dem Divan Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis angefügt hatte, aus denen seine Absichten erkennbar und durch die das Eindringen in die fremde Poesie möglich wurden, so wünschen wir uns auch heute von der Arbeit eines Übersetzers, neben Information und Genuss, auch Klärung im Sinne von Aufklärung. Einem Übersetzer, der so sein Feld erweitert und seinen Anspruch vertieft, stellt sich wie von selbst die Vorliebe für zusammenhängende Aufgaben, Zyklen, Monographien, Anthologien ein. Ein schönes Gedicht, einen klugen Essay, ein nützliches Buch zu übersetzen, ist verdienstvoll. Von einem Originalwerk eines Übersetzers kann jedoch erst dann gesprochen werden, wenn seine Arbeit auf einem Selbstbewusstsein mit Konsequenzen basiert, wenn er sich selbst abgerungenen Ideen vertraut, wenn er selbst sich selbst in einen exakt gezirkelten Kreis von Absichten und Zuversichten stellt. Didetius definiert das Übersetzen hier als Aufklärungsarbeit, die über den einzelnen übersetzten Text hinaus dem Leser ein tieferes Verständnis für die jeweils relevanten literarischen und kulturellen Kontexte vermitteln soll. Zugleich betont er die schöpferische Eigenleistung des Übersetzers, der selbst die Zusammenhänge schafft und deutet, die er in die zielsprachige Kultur vermittelt. Auf dieser Basis kann der selbstbewusste Übersetzer als Herausgeber von Anthologien sowie als Verfasser von Nachworten, Aufsätzen oder Monographien zum Urheber eines Originalwerks werden. Rückblickend können die Decius Aussagen von 1967 gleichsam als Arbeitsprogramm gelesen werden. Damals hatte er 3 Anthologien polnischer Lyrik in Buchform veröffentlicht. Am Ende seines Wirkens waren es mehr als ein Dutzend, gekrönt von den 2 Poesiebänden seines Panoramas der polnischen Literatur, in denen er sein Bild von der polnischen Literatur und Kultur ins Deutsche vermittelte. Przemysław Chojnowski spricht von einem privaten Kanon der polnischen Lyrik, mit dem Didetius Brücken der Verständigung zwischen Deutschen und Polen habe schlagen wollen. Hinzu kommen zahlreiche Einzelbände. Die polnischen Lyrikern wie Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert und Wisława Szymborska einem deutschen Publikum bekannt machten und ihnen den Weg in die Weltliteratur bahnten. Auch in diesem Teil seines Schaffens erweist sich Didetius als selbstbewusster Übersetzer, der das ihm von den Dichtern überlassene oder anderweitig zugängliche Material nach Maßgabe seiner Absichten und Zuversichten ordnet und präsentiert. Im Jahr 1974 erklärt er in einer als Nachwort zu Zbigniew Herberts Gedichtband Herr Cogito konzipierten Adresse an den Autor seine Vorgehensweise. Warten, bis diese deine letzten Gedichte auf Polnisch erschienen sein würden, konnte ich nicht. Wollte ich den wichtigen Termin, deinen Geburtstag, nicht versäumen. Ich wählte also, übersetzte und gliederte freihändig, wie schon oft, aus Manuskripten, die du mir überlassen hast oder aus dem, was in Zeitschriften zu finden war. So stellte ich 50 Gedichte zusammen und ordnete sie in 10er-Gruppen an. Auf diese Weise fiel es mir leichter, dich architektonisch zu begreifen und begreifbar zu machen, als Bauwerk, das sich symmetrisch auf die 10 Säulen der musischen und der philosophischen Weisheit stützt. Hier wird deutlich, was Didetius gemeint haben könnte, als er 1967 von sich selbst abgerungenen Ideen sprach, denen der Übersetzer vertrauen solle. Das Werk des Dichters wird zum Fundus, aus dem er autonom, freihändig, herausgreift und ordnet, was ihm relevant erscheint, um ihn zu begreifen und seinem zielsprachigen Publikum begreifbar zu machen.
Übersetzen bedeutet für die Decius nicht zuletzt aneignen. Wichtiger als die Eigenlogik der ausgangssprachlichen Texte oder Werke sind für ihn oft die eigene Vorstellung von diesen Texten und Werken sowie, worauf ebenfalls Hojnovský verweist, die Vorstellung von den Bedürfnissen und Voraussetzungen des Zielpublikums. In der architektonischen Bildlichkeit des der Adresse an Zbigniew Herbert gesprochen, die polnische Literatur ist für den Architekten und Baumeister Decius der Steinbruch, der das Material liefert, aus dem er seine Brücke zwischen Polen und Deutschland baut. Diese Einstellung schlägt sich auch in der konkreten übersetzerischen Praxis nieder. In einem Gespräch mit Ilona Czechowska betont Decius die Ausrichtung auf das jeweils angesprochene Publikum. Meine Anthologien sind an verschiedene Leser adressiert. Einige sind im Umgang mit der Literatur erfahrener und andere weniger. Ein Buch, das alle Leseschichten, jedes Interesse und jeden Bedarf, jede Erwartung erfüllt, gibt es nicht. Eine zweisprachige Anthologie verlangt vom Übersetzer mehr Treue, dem Autor und dem Text gegenüber. Eine einsprachige Anthologie denkt vor allem an den deutschen Leser. In dieser Situation ist der Übersetzer verpflichtet, die Sprachkunst des Autors besonders zu beachten. Diese artistische Übertragung kommt ohne eigene Interpretation des Originals nicht aus. Decius' Übersetzungen existieren nicht selten in mehreren, mitunter deutlich voneinander abweichenden Fassungen. So auch Tadeusz Różewicz's Gedicht Warkoczyk aus dem Band Pięć Poematów, fünf Gedichte, 1950, dessen erste Übersetzung 1965 im Różewicz-Band Formen der Unruhe erschien. Und hier würde ich jetzt bitte um die Folie 3 bitten. Danke. Signifikant an Decius' Übersetzung sind vor allem die zweite Strophe und die Auslassung der Orts- und Zeitangabe am Ende. Różewicz beschreibt in Warkoczyk ab der zweiten Strophe einen Eindruck von einem Besuch im Museum Auschwitz, den Anblick des in Schaukästen ausgestellten Haars von Shoah-Opfern. Die erste in der Vergangenheit angesiedelte Strophe erklärt die Herkunft des Haars. Im Ausgangstext wird der zeitliche Abstand zwischen dem historischen Geschehen und der Gegenwart des Museumsbesuchs durch die Erwähnung der sauberen Glasscheiben schon im ersten Vers der zweiten Strophe angedeutet. Die abschließende zeitliche und geografische Verortung des Gedichts vereindeutigt den Standort des impliziten Betrachterichs. In Decius' 1965 veröffentlichter Übersetzung fehlt diese konkrete räumliche und zeitliche Verankerung komplett. Der erste Vers der zweiten Strophe, da liegt, schließt eher an die erste Strophe an, statt eine Distanz zu markieren. Damit geht eine wesentliche Bedeutungsebene von Różewicz's Gedicht, die Musealisierung der Shoah, verloren. Der deutsche Leser, Betrachter, verbleibt gleichsam in der universellen Gegenwart des, gleichwohl nicht beim Namen genannten, Konzentrationslagers. Im Różewicz-Band der Polnischen Bibliothek von 1983 mit dem Titel Gedichtestücke und in einer zweisprachigen Sammlung von Różewicz-Gedichten von 1999, Formen der Unruhe, Formen niepokoju, veröffentlicht Decius abweichende Fassungen von Warkoczyk, die sich, abgesehen von kosmetischen Veränderungen, vor allem im Grad der Nähe zum Original in der Übersetzung der zweiten Strophe unterscheiden. Und hier würde ich jetzt um Folie 4 bitten. Dankeschön. Die dem Ausgangstext nächste Fassung ist die von 1983. Hier übersetzt Decius den ersten Vers der zweiten Strophe wörtlich, unter den sauberen Scheiben. Auch die beiden letzten Verse dieser Strophe sind hier wörtlicher übersetzt als in den übrigen Fassungen. Außerdem übersetzt Decius nur in dieser Fassung, in der ersten Strophe, Mjotwy zrobione z lipy, mit Besen aus Lindenreisig, was als Bild der Realität und damit Różewicz's Poetik näher kommt als die in den übrigen Fassungen anzutreffende Variante Besen aus Lindenlaub. Allerdings hat Lindenlaub eine Silbe weniger als Lindenreisig und passt deshalb vermutlich Decius aus rhythmischen Gründen an dieser Stelle besser.
Im Mudrzejewicz-Band letztendlich ist die urverständliche Lyrik unverständlich und im ersten Poesieband seines Opus Magnum Panorama der polnischen Literatur, beide Bände erschienen 1996, kehrt die Decius zur Fassung von 1965 zurück. Diesmal allerdings mit der Orts- und Zeitangabe des Originals. Auch die 1999 publizierte Fassung ist bis auf den ersten Vers der zweiten Strophe nahezu mit dieser Urfassung identisch. Die Formulierung »Da liegt unterm sauberen Glas« klingt wie ein Kompromiss zwischen den Fassungen von 1965 und 1983, der gleichzeitig gerade im Vergleich mit der zweiten Fassung wieder die Ausrichtung auf einen fließenden Rhythmus erkennen lässt. Glas statt Scheibe. Will man die Übersetzungen von Warkoczyk anhand der von Dedecius im Gespräch mit Ilona Czerkowska entworfenen Typologie von Publikationen einordnen, so ist die wörtlichste, weniger auf Sprachrhythmus bedachte Fassung von 1983 wohl an professionelle Leser, Spezialisten, Kolonisten adressiert. Die Fassung von 1999 orientiert sich an Anforderungen der zweisprachigen Edition. Stichwort mehr Treue dem Autor und seinem Text gegenüber. Die Urfassung von 1965 entspricht am ehesten der an den deutschen Leser denkenden, interpretierenden, artistischen Übertragung. Diese Interpretation blendet, wie andeutungsweise gezeigt wurde, wesentliche Aspekte des Originals aus. Die Musealisierung der Shoah, aber in der Frühfassung auch konkretes für den Ortsnamen Auschwitz, die erst in den späteren Fassungen ergänzt werden. Aus heutiger Sicht ist das usurpatorische in Bezug auf den Autor und in Bezug auf den Leser paternalistische Moment einer derartigen Übersetzungspraxis schwer zu übersehen. Angesichts der Verdrängung von Krieg und Shoah in der bundesdeutschen Nachkriegskultur ist aber durchaus nachvollziehbar, warum Dedecius sich gerade im Fall des Karlschlag-Dichters Hruszewicz zu einer solchen Strategie entschloss. Er strebte weder philologische Genauigkeit an, noch wollte er das deutsche Publikum schockieren. Sein Anliegen war es, über die Literatur Verständigung zu ermöglichen, was ihm mit Hilfe mutiger Verleger und der im Laufe der Jahre gewonnenen Mitstreiter eindrucksvoll gelang. Die wesentlich mit Brocken aus dem Steinbruch der polnischen Literatur errichtete Brücke von, metonymisch gesprochen, Darmstadt nach Łódź jedenfalls, erweist sich bis heute als überaus standfest und tragfähig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, nun bitte um den Kommentar, Frau Krehl. Ja, auch meinerseits herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung und für die Einladung der heutigen Veranstaltung. Ich komme zum Kommentar. Als Kulturvermittler und Übersetzer verfolgte Karl Dedecius Ziel, das Interesse deutscher Leserinnen und Leser für die polnische Lyrik mit einem möglichst breiten Spektrum an Übersetzungen zu wecken. Berätes Beispiel dafür sind die beiden bereits erwähnten, jeweils fast 1000-seitigen Poesiebände Panorama der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Zweifellos konnte sich Dedecius auch hier nicht ganz, wie eben zu hören war, von seinem privaten Kanon lösen. Doch sind gerade in diesen beiden Bänden viele polnische LyrikerInnen vertreten, die sonst in Dedecius' übersetzerischen Aktivitäten nur eine marginale oder keine Rolle spielten. Rafał Wojciech, Martin Świetlicki, Anna Janko, Timoteusz Karpowicz zum Beispiel, um nur einige zu nennen. Andere AutorInnen fanden in ihm dessen einen Übersetzer mit selbstständigen Publikationen, die auch schon erwähnt wurden. Gedichtbände von Julian Szybosz, Tadeusz Różewicz, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Ewa Lipska, Zbigniew Herbert erschienen in Übersetzungen von Dedecius. Oder auch die Aphorismen von Jerzy Lec. Natürlich lassen sich für diese Wahl oder Auswahl verschiedene Gründe ins Feld führen. Nicht zuletzt die zeitlichen Kapazitäten des jahrzehntelang nebenberuflich arbeitenden Übersetzers Dedecius, aber auch Vorstellungen der Verlage und so weiter. Wesentlich in diesem Zusammenhang erscheint mir jedoch die These von Wittmann, Zitat, übersetzen bedeutet für Dedecius nicht zuletzt aneignen, an die ich deshalb auch mit meinen folgenden Ausführungen anschließen möchte.
Die Dezius selbst fasst dieses Aneignen in einem Festvortrag, der 2002 unter dem Titel Die Kunst der Übersetzung erschien, in folgende Worte. Zitat. Wenn ein Übersetzer das Werk eines fremden Autors liest, für sich entdeckt, in seine Erfahrung Skala Sprache überträgt, dann wird das Fremde teilweise oder ganz, je nachdem, sein eigenes. Zweifellos basierte der symbiotische Akt, auch das ein Begriff von De Decius, bei Autorinnen und Autoren wie Przybysz, Różewicz, Szymborska oder Herbert für den Übersetzer De Decius auf einer poetischen Faszination, auf ihren eigenwilligen Metaphern, auf eher klassisch-apollinischen als dionysischen Rhythmen, auf Klang jenseits von Reim, auf der Referenzialität ihrer Verse. Aber auch, und dies machen unzählige Briefe und Gespräche deutlich, auf persönlichem Austausch, teilweise auch Freundschaft. Vier von ihnen, Przybysz, Różewicz, Letz und Herbert, widmete er in seinem Band Polnische Profile je eine Studie, in denen dieses persönliche Verhältnis immer wieder zur Sprache kommt. Anzumerken ist indessen jedoch, dass für De Decius der symbiotische Akt der Aneignung kein abgeschlossenes Ereignis darstellt, wie bereits die abweichenden Fassungen bei Wakoczy gezeigt haben. Ja, ein solcher Umgang mit dem Übersetzen und dem übersetzten Text zeugt von einem selbstbewussten Übersetzer, aber auch von Mut im eigenen Schaffen offenzulegen, dass es die perfekte, die vollkommene Übersetzung nicht gibt. Ich möchte in Anbetracht der begrenzten Zeit nur kurz an zwei Beispielen der Decius-Aneignung folgen. Das erste Beispiel ist ein Vers aus Szymborskas Gedicht Wieczór Autorski, Autorenabend aus dem Jahr 1962. Bei ihm lässt sich, wie auch schon in dem Beitrag eben anklang, das rezeptionsgeleitete Übersetzen von De Decius nachvollziehen. Und das zweite Beispiel, 18 übersetzte Gedichte Julian Tuwims, die für ein fast Scheitern des symbiotischen Aktes stehen. Zum ersten Beispiel. In dem erwähnten Gedicht von Szymborska, zu dem es aus übersetzungstheoretischer Perspektive einen Beitrag auch von Paul Bonk gibt, sind folgende Verszeilen zu finden. Mir być bokserem, być poetą, mieć wirok skazujące na ciężkie Norwidi. Den zweiten Vers, mieć wirok skazujące na ciężkie Norwidi, übersetzte De Decius im Laufe von zwei Jahrzehnten in drei unterschiedlichen Fassungen. Zunächst in einer Übersetzung von 1980 heißt es, verurteilt zu sein zu lebenslänglichen Norwitz. Und es schließt sich an die Norwitz ein Sternchen an, das auf eine erklärende Fußnote eine Anmerkung des Übersetzers verweist. Norwid Camille Cyprian, ein bedeutender von den Zeitgenossen verkannter polnischer Autor des 19. Jahrhunderts. In der zweiten Fassung, 1986 publiziert, wird der Name getilgt und dem deutschen Lesepublikum eine allgemeingültigere Lösung angeboten. Verurteilt zu lebenslänglichem Tiefsinn. In der zweisprachigen Ausgabe 100 Verse, Storwierszy von 1997, also dort, wo laut De Decius mehr Treue dem Autor und dem Text gegenüber verlangt wird, entschied sich De Decius, den Namen eines deutschen Dichters einzufügen. Verurteilt zu lebenslänglichem Büchner. De Decius tilgt in der Aneignung die fremde Spur, entscheidet sich gegen Fremdheit in der Übersetzung, um den Vers, und hier bin ich wieder bei Bernhard Hartmann, dem deutschsprachigen Zielpublikum begreifbar zu machen. Treu ist De Decius dabei vor allem seinem eigenen Arbeitsprogramm gegenüber. Gleichwohl förderte er ÜbersetzerInnen mit anderen Arbeitsprogrammen, denn es ging ihm um die gemeinsame Sache der Kulturvermittlung und nicht um die Begründung einer Übersetzungsschule. Zum zweiten Beispiel. Mit Julian Tuwims Gedichten, Kabarett und satirischen Texten bin ich groß geworden, schreibt De Decius in seinen Erinnerungen ein Europäer aus London. Aber trotz der Begeisterung für das schwierig Einfache, wie er es formuliert, und die musikalischen Satzkaskaden dieses Dichters, fließen die Übersetzungen der Gedichte Tuwims nur spärlich aus De Decius' Feder.
zwar in allen Anthologien vertreten, sind es am Ende doch weniger als 2 Dutzend Gedichte. Das Hängen Tuwims am Wort, das ihm Dedicius Bewunderung als Wortkünstler sichert, macht es den nach Sinn strebenden Übersetzer offensichtlich schwer, eine adäquate Sprache zu finden. Im Jahr 2013, das der polnische Sejm als Tuwim-Jahr ausrief, zögerte Dedicius jedoch nicht, seine 18 Tuwim-Übersetzungen in einem schmalen zweisprachigen Bändchen mit dem Titel Nasz wiek dwudziesty, unser 20. Jahrhundert, zu publizieren. Als Autorin stehen auf dem Cover Julian Tuwim-Karl Dedicius. Ein symbiotischer Akt, so ließe sich formulieren, im Paratextuellen. Und zugleich ein wichtiges Zeichen des selbstbewussten Übersetzers in Richtung der immer wieder geforderten angemessenen Wahrnehmung der ÜbersetzerInnen und der Anerkennung der Übersetzung als Kunst, als eigenständige künstlerische Leistung. Und auch dafür steht das übersetzerische Engagement von Karl Dedicius. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Grehl. Wir geben wieder an unsere Zuhörer und Zuschauer. Ja, bisher sehe ich noch niemanden, der die Hand hebt. Auch aus Facebook wird mir gemeldet, keine Fragen. Jetzt kommt eine Frage. Darf ich bitten, zu wiederholen, was in der neutralisierten Version anstelle von Norwid übersetzt wurde? Ja, natürlich, dort wurde übersetzt, verurteilt zu lebenslänglichem Tiefsinn. Und jetzt meldet sich Slava Lischetska. Bitte, Frau Lischetska, freischalten. Es dauert einen Augenblick. Hallo. Zu diesem Vers möchte ich nur sagen, dass dieses Gedicht auch einmal Ursula Kiermaier übersetzt hat. Und sie hat sich für so etwas entschieden wie verurteilt zu Sphären Hölderlins. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ob das irgendwie erlaubt war oder nicht. Aber ich meine, dass das war eine sehr schöne Idee, denn das berührt Gefühle des deutschsprachigen Publikums mehr als verurteilt zu schweren Norwitz. Ja? Denn Norwitz sagt eigentlich keinem Deutschen was. Und Hölderlin, da weiß man schon, dass das eine sehr schwere Poesie war. Und man kann sich sehr schön vorstellen, wenn man zu schweren Hölderlins verurteilt wird, zum Beispiel lebenslang. Ja? Das finde ich eine sehr gute Idee. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Diesen Hinweis. Okay. Vielen Dank auch für diesen Hinweis, denn ja. Vielleicht sind sogar die Hölderlins bekannter noch, vielleicht als die Büchners. Ja, also ja. Ja, vielleicht auch deshalb hat sie hier im Prinzip sich derselben Übersetzungsstrategie angeschlossen wie Dedicius, aber sie hat eben hier einen vielleicht noch populäreren Namen wählen wollen und der auch für dieses, was er auch allgemeiner mit Tiefsinn und Schwierigkeit ausdrücken wollte, noch besser fassen kann. Ja, genau.
So, als nächstes hat sich Frau Stelmaschik gemeldet. Bitte Natascha Stelmaschik freischalten. Ja, guten Tag. Kann man mich hören? Ja. Gut, prima. Ja, vielen Dank erstmals für diese wunderbare Veranstaltung. Ich habe meine Frage eigentlich auch im Chat geschrieben, die richte ich an Bernhard Hartmann. Vielleicht ist das eine naive Frage, aber vielleicht kann ich sich etwas daraus ergeben. Meine Frage wäre, haben Sie sich vor, bevor Sie zum Beispiel den Calderdetius-Preis bekommen haben, auch mit seinem Werk befasst und vielleicht das Buch vom Übersetzen schon mal gelesen? Oder ist das erst später gekommen? Und wie würden Sie das sehen? Ist das, beeinflussen sich so Übersetzer gegenseitig in ihren Theorien und Zugängen zur Übersetzung oder entwickelt jeder etwas, also eigene Wege? Wie war das in Ihrem Fall? Also ich glaube, das kann man nicht allgemein beantworten. Ich denke schon, dass es sehr viel damit zu tun hat, auf welchem Weg man zum Übersetzen kommt. Und für die Decius war ganz eindeutig der Weg zum Übersetzen auch eben dadurch geprägt, dass er zwischen Deutschland und Polen in irgendeiner Form Verständigung und Austausch schaffen wollte. Das war zu der Zeit, als ich angefangen habe zu übersetzen, nicht mehr so nötig. Da gab es schon diese ganzen Institutionen und ich komme eben tatsächlich von der Polonistik, von der Philologie und übersetze, also würde anders übersetzen. Also auch viele Texte, die Decius übersetzt hat. Aber das würde wahrscheinlich fast jeder andere Kollege auch tun. Und natürlich ist es interessant, sowohl sich diese Übersetzungen anzuschauen, als auch zu hören, was die Decius, aber auch andere Kollegen zum Übersetzen sagen. Wobei meistens der Richard Wojnarowski, der, wenn ich das richtig gesehen habe, auch zuhört, hat in seiner Decius-Preis-Dankrede gesagt, dass Übersetzungstheorie für Übersetzer so relevant ist wie Ornithologie für Vögel. Das heißt, die Theorien, die es gibt zum Übersetzen, sind, selbst wenn sie aus der Praxis abgeleitet werden, meiner Meinung nach meistens keine große Hilfe, wenn man ein konkretes übersetzerisches Problem hat. Vielleicht zu viel. Manfred, man hört dich nicht. Gibt es noch weitere Fragen? Offensichtlich haben die beiden Referenten das Thema umfassend behandelt. Ich sehe jetzt Leszek Szaruga im Bild, aber das ist wohl keine Wortmeldung. Doch, Katharina Rabe hat sich gemeldet. Bitte Frau Rabe freischalten. Kann man mich hören? Ja. Ja, ganz herzlichen Dank für die spannenden, also für die tolle Veranstaltung, aber auch für die sehr instruktiven Vorträge eben zum Übersetzen. Was mir durch den Kopf ging, Herr Hartmann, als Sie von der usurpatorischen Haltung gegenüber den Autoren und der paternalistischen Haltung gegenüber den Lesern gesprochen haben, ich glaube, man muss sich auch vor Augen halten, dass Decius weit und breit in Westdeutschland der Einzige war, der sich mit dieser Vehemenz für die Sichtbarkeit der polnischen, vor allem Lyrik, eingesetzt hat. Und ich weiß es aus meiner Perspektive des Surkamp Verlags und des kämpferischen Verhältnisses zum Verleger Siegfried Unseld, dass Decius immer darauf bestanden hat, dass er A, Autor, Co-Autor war, und B, auch die Instanz, die diese Übersetzungen selbst prüfte. Also es gab in den Verlagen niemand, der Polnisch konnte, und es gab kein Korrektiv. Und das bedeutet, dass Decius im Grunde undialogisch war,
als Publizist. Er hat gesagt, wo es lang geht. Er hat erklärt, wie die Autoren zu verstehen sind. Er hatte seine Theorie zu übersetzen und er hatte seine Übersetzungen. Und so etwas wäre heute vollkommen undenkbar. Insofern war er in einer typischen Pioniersituation. Und es wäre interessant, vielleicht mal zu schauen, wie das eigentlich mit anderen Sprachen war. Ob es so ein Phänomen Karl Dedecius zum Beispiel auch in Bezug auf die serbisch-kroatisch-bosnisch, also damals noch serbo-kroatische Literatur gab. Oder was war eigentlich mit den ungarischen Übersetzungen? Gab es dort ähnliche Schlüsselgestalten, wie Karl Dedecius das für das Polnische gewesen ist? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also Dedecius war wirklich sein eigenes Institut, seine eigene Universität, sein eigenes Übersetzerinstitut und sein eigener Literaturagent. Und dieses Phänomen, ich glaube, man sollte, ich weiß nicht, wie weit es führt, wenn man die Sachen philologisch untersucht. Das haben Sie ja gesagt, Herr Hartmann. Also er hatte diese komische, also ich finde es eine skurrile Auffassung, zu sagen, artistische Übersetzungen sind diejenigen, die interpretieren, die sich vom Original abkoppeln. Und dieses Beispiel mit dem Brzezewicz-Gedicht ist ja geradezu grotesk. Aber ich habe es eben als Lektorin auch gemerkt, wenn ich eben mit meiner nicht sehr groß ausgebildeten Kompetenz sozusagen auf die Finger guckte, wie befremdet er reagiert hat, aber auch wie dankbar. Also deswegen würde ich sagen, es hat wahrscheinlich wirklich sowas gefehlt für ihn, wie ein professionelles Gegenüber in den Verlagen. Dann hätte er sich wahrscheinlich auch in manchem etwas anders weiter, also hätte er sich befragen lassen. Das jetzt war eher ein Kommentar als eine Frage. Ja, kann ich vielleicht trotzdem, oder ich würde vielleicht trotzdem kurz was sagen, weil diese Frage, wie das mit anderen Sprachen war, habe ich mit einem befreundeten Slawisten schon mal besprochen, der sagte, dass es das fürs Tschechische beispielsweise, ich weiß die Namen jetzt nicht mehr, fürs Tschechische und Russische gibt es durchaus auch solche Figuren. Das heißt, das kann natürlich auch ein bisschen was mit der Generation zu tun haben. Und wenn man jetzt sagt, Dedecius war ein Übersetzer der Mitte des 20. Jahrhunderts, den man jetzt aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts kritisch betrachtet, muss man sich natürlich auch mal die Übersetzer noch, wenn man sagt, vom Ende des 19. Jahrhunderts oder so vor Augen führen, wo ja sozusagen diese Nähe, treue, philologische Genauigkeit noch problematischer war teilweise, wenn man sich Romane anschaut, wo vieles einfach weggelassen wurde oder so. Und das andere, was ich so in der Beschäftigung mit Dedecius schon mich auch immer wieder frage oder was mir klar ist, ist, dass es einfach in der Tat andere Zeiten waren damals. Und man nicht sagen kann, ob jetzt der polnischen Literatur philologisch genaue Übersetzungen mehr geholfen hätten, beispielsweise, die unter Umständen auf größeren Widerstand gestoßen wären. Und, weil das im Chat auch eine Frage ist, die was die Usurpation und das Paternalistische betrifft, einerseits hat den meisten Autoren das ja auch jetzt nicht, zumindest nicht so viel Bauchschmerzen bereitet, dass sie nicht von Dedecius hätten übersetzt werden wollen, weil die schon auch wussten, dass sie von seinem Engagement profitieren und überhaupt erst bekannt werden. Und in gewisser Weise steht ja auch der Übersetzer immer zwischen diesen beiden Instanzen, zwischen dem Autor, der was sagen will, und einem Publikum, dem man das irgendwie verständlich machen muss. Und dass sich Dedecius da größere Freiheiten genommen hat als wahrscheinlich die meisten Übersetzer das heute tun werden, ist relativ offensichtlich, aber wie gesagt, möglicherweise auch zeitbedingt. So, wir haben noch eine Frage im Chat und dann haben sich noch zwei Leute gemeldet. Zunächst fragt Jan Konrad, selber Übersetzer und Literaturwissenschaftler. Bernd, könntest du noch mal kurz erläutern, was du mit einer paternalistischen Haltung des Übersetzers gegenüber den Lesern meint? Ja, das war das, was ich im Prinzip zuletzt gemeint habe, dass Dedecius dann relativ oder anscheinend auch relativ klare Vorstellungen davon hatte, was man auch einem Publikum zumuten kann. Das fällt gerade bei den Hruszewicz-Übersetzungen auf, die oft in ihrer Drastik abgemildert werden. Und wo man sagen kann, das hat er wahrscheinlich gedacht, dass das eben Anfang der 60er oder Ende der 50er Jahre möglicherweise auch zu
harter Tobak gewesen wäre für ein poetisch geschultes Publikum. Aber letztlich eben das, dass man nicht sagt, es gibt einen Text, der Text spricht für sich und der Leser, die Leserin wird schon mit diesem Text klarkommen, sondern dass man sagt, ich muss überlegen, was dem Leser zumutbar ist. Diese Haltung ist im Prinzip gemeint. Ja, und jetzt meldet sich Slava Lischetzka nochmal. Bitte Frau Lischetzka freischalten. Eine ganz kurze Frage. Mich interessiert, ob es neue Versuche gibt, also die Gedichte, die schon von Karl Didizius übersetzt worden sind, also neu zu übersetzen und vielleicht einiges zu verbessern, denn es gibt ein paar Sachen, die man verbessern könnte. Ja, gibt's und gab's. Also es gibt aus dem Jahr 2000 einen Ruzewicz-Band beispielsweise, den Henryk Bereska übersetzt hat. Und da sind manche Gedichte ganz anders. Also es gibt einige doppelt übersetzte, dann die auch Didizius übersetzt hat. Und manche Gedichte sind ganz anders. In manchen Fällen merkt man da aber auch, dass sozusagen Didizius sich auf eine Bedeutungsschicht konzentriert hat und Bereska konzentriert sich auf die andere Bedeutungsschicht und erst zusammengenommen ergeben sozusagen diese Übersetzungen so ein Bild dessen, was der Ruzewicz im Polnischen gemacht hat. Das heißt, gerade bei der Lyrik ist es natürlich immer interessant, verschiedene Übersetzungen zu haben und die dann nebeneinander lesen zu können. Aktuell weiß ich, dass die Renate Schmidtke ein paar Sagajewski-Gedichte für Sinn und Form übersetzt hat, die bald erscheinen. Darunter auch welche, die Didizius übersetzt hat. Da wird man dann auch sehen können, was anders ist. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der explizit sagt, man muss jetzt sozusagen irgendwie das ganze Didizius-Oeuvre von vorne bis hinten neu übersetzen. Das glaube ich nicht, aber in Einzelfällen gibt es und gab es schon immer. Didizius hat auch Gedichte übersetzt, die schon vorher übersetzt waren. Und es gibt natürlich gerade durch die Parallelität der Übersetzungsgeschichten von Bundesrepublik und DDR auch da Beispiele von Texten, die ungefähr zeitgleich erschienen sind, wo Didizius eben übersetzt hat. Und also bei Ruzewicz gibt es ein Band, da hat Günter Kunert nachgedichtet, Bereska hat gedichtet und auch nur sogar noch ein, zwei andere Leute. Also wenn man Material sucht, wo man das vergleichen wollte, da wird man schon jetzt auch fündig. Dankeschön. Darf ich noch ergänzen? Ja. Also zum Beispiel auch bei Autoren, wo es auch schon Übersetzungen gab aus dem Polnischen, hat dann aber auch Didizius zum Beispiel in seinem Panorama der Literatur des 20. Jahrhunderts dann doch auch wiederum selbst sozusagen die Übersetzung vorgenommen. Also zum Beispiel bei Rafał Bojacki gibt es ja auch von anderen Übersetzern, also auch bei solchen Autoren gibt es bereits dann eben von bestimmten Texten zwei sehr unabhängige Übersetzungen voneinander. Ich glaube, Przemysław Chojnowski hat auch mal geschrieben, dass Didizius, wenn er gemerkt hat, dass er mit einem Gedicht oder auch mit einem Dichter sozusagen auch Schwierigkeiten hat, da sozusagen eine Sprache zu finden, dass er das dann eben auch nicht übersetzt hat. Also insofern gibt es also auch noch eine ganze Reihe von Leerstellen, die sozusagen auch jenseits des großen Oeuvre von natürlich auch von Didizius sich auftun, gerade wenn man sich dann auch mit seinen Übersetzungen beschäftigt, was ja auch wo er sich auch dagegen entschieden hat, auch häufig unter dieser Prämisse, da würde ich Bernhard Hartmann vollkommen zustimmen, was man auch dem Lesepublikum zumuten möchte. Ja, also auch oder will. Das war häufig, also auch bei Autoren, die gerade dann auch der Gruppierung der Turpisten zugeordnet wurden, ein Kriterium, bestimmte Texte auch nicht zu übersetzen. Ja. Vielen Dank. Kann vielleicht noch ergänzen als Redakteur des Mickiewicz-Bandes. Da hat Didizius die vorliegende Übersetzung der Grimm-Sonette von Remanet korrigiert. Aber Remanet hat dann sich quergestellt, hat gesagt, entweder, Herr Didizius, Sie drucken das so ab, wie ich das übersetzt habe, oder ich ziehe meine Übersetzung zurück. Und ja, Didizius hat entschieden, dass dann eben auf Remanet sich darauf einzulassen und es so abzudrucken. Aber jetzt haben wir noch anschließend
zwei Leute, die sich gemeldet haben. Zunächst Bozena Chowi und anschließend Pavel Sayas. Also bitte zunächst Bozena Chowi freischalten. Bin ich zu hören? Ja, okay. Ich wollte auf etwas hinweisen in Bezug auf diese Haltung von der Decius gegenüber den Verlagen oder dem Verlag. Und zwar die Tatsache, dass er die volle Verantwortung dafür übernommen hat. Das Bewusstsein, dass er sozusagen selbstbewusst übersetzt oder missionsartig übersetzt, hat er nie verheimlicht und selbst steht und stand ja, dahinter. Viel schlimmer finde ich die Politik der Verlage, wie es vor ein paar Jahren war, die Situation des Romans von Joanna Bator, Sandberg. Da fehlen einige Seiten zur jüdischen Problematik und dafür weiß man nicht, wer die Verantwortung trägt. Die Esther Kinski meint, sie habe alles übersetzt. Wir haben versucht, aus dem Verlag rauszukriegen, wer die Entscheidung getroffen hat, die Seiten wegzukriegen, weil man meinte wahrscheinlich, dass die Seiten nicht zumutbar sind dem deutschen Publikum. Und das ist nicht rauszukriegen. Deswegen die Haltung von der Decius weiß ich in diesem, vor diesem Hintergrund sozusagen, der weiteren Erfahrungen mit Übersetzungen ins Deutsche, für sehr wertvoll. Dankeschön. Manfred, du müsstest bitte das Mikrofon anschalten. So, bitte Pavel Sayas jetzt freischalten. Ja, tausend Dank für die Vorträge. Ich wollte noch kurz zu dieser Usurpation sagen, im Anschluss auch daran, was Frau Katharina Rabe gesagt hat. Ich glaube, der Decius war auch nicht der Einzige, der die polnische Dichtung und die polnische Literatur da einzuführen versuchte. Und wenn man so aus dem Archivmaterial die Geschichte ableiten möchte, dann sieht man auch diese Konkurrenzkämpfe, an denen sich der Decius beteiligt hat. Also man sieht auch ganz genau, also wie Karl der Decius auch andere Übersetzer sozusagen aus seinem Wege zu räumen versuchte, um zum Beispiel dieses Monopol für die Übertragung der polnischen Dichtung, der polnischen Poesie zu behalten. Ne? Also man liest zum Beispiel diese Briefe von Klaus Stemmler, der sich einfach nicht traute, polnische Poesie zu übersetzen, denn es gab diese Zweiteilung, Stemmler mache Prosa und der Decius Poesie. Also ich glaube, diese Konkurrenzkämpfe, an denen der Decius sich beteiligte, in dem Fischer Verlag, bei Surkam, bei Hanse, das müsste man alles mitdenken, wenn man an diese Stellung von der Decius in dem verlegerischen Feld der Bundesrepublik denkt. Ja. Wir haben schon vorher über diese Übersetzungen aus dem Russischen gesprochen. Ne. Es gibt diese wunderbare Korrespondenz, ich glaube zwei, drei Briefe zwischen der Decius und Paul Celan,
wo der Decius unbedingt für die Zeitschrift Merkur Jesenin übersetzen wollte. Das hat Celan damals gemacht, auch für ein Buch. Und der Decius schreibt damals an Celan, Celan könne Jesenin nicht richtig übersetzen, denn in seiner Übertragung schimmere die Stimme des Dichters durch und er sollte das bitte lieber an ihn, an Karl de Decius überlassen. Also ich glaube, diese ganze Geschichte, wie sich der Decius in den ersten Jahren, wenn nicht zwei, drei Jahrzehnten nach seiner Ankunft in der Bundesrepublik als der monopolistische Übersetzer der polnischen Literatur positioniert hat, das sollte in der ganzen Geschichte auch nicht vergessen werden. Das spricht nicht gegen Karl de Decius, aber das ist auch ein Teil dieser Geschichte, dieses Transfers aus Polen in die Bundesrepublik. Danke. Ja, vielen Dank. Als nächstes hat sich Leszek Szaruga gemeldet. Ganz kurz. Es geht um diese Übersetzungen, verbessern wir das oder nicht und so weiter. Wenn um Lyrik geht, ganz speziell wenn um Lyrik geht. Es ist so, das ist immer eine Interpretation. Das ist immer eine Version. Ja? Meine Studenten lesen immer zwei, drei verschiedene Übersetzungen, um zu verstehen, was überhaupt übersetzt bedeutet. Das Übersetzen bedeutet, ja. Das ist ja sehr wichtig. Es gibt keine Gründe, um die neue Übersetzung nicht zu suchen. Franz Kafka, das erste Satz. Josef K. ist verhaftet worden. Ins Polnische hat zwei Versionen. Jest aresztowany, jest pozbawiony wolności. Został aresztowany, został pozbawiony wolności. Wolę to drugie, chociaż to pierwsze jest sygnowane przez Schulze. Mir ist die zweite Übersetzung lieber. Wenn um den ganzen Roman geht, diese pozbawiony wolności ist besser. Verhaftet, das heißt, er sitzt in einer Zelle. Ja? Er kann sich nicht bewegen. Aber verhaftet, wortlich, das ist so, aresztowany. Okay, vielen Dank. Jetzt hat sich Herr Sauerland noch einmal gemeldet. Sauerland. Ja, bin ich zu hören? Jawohl. Ja, ich wollte darauf hinweisen, dass de Decius sich für Lyrik verantwortlich fühlte und in eine glänzende Konstellation geriet. Erst mit Horst Binek, später Höllerer, Karl Kroloff und so weiter. Und vor allen Dingen befand er sich in einer Zeit des Lyrikbooms. Ich erinnere nur an Enzensbergers Museum und dergleichen, an die Diskussion über das lange Gedicht. Und diese Konstellation hat er ausgezeichnet ausgenutzt und dort keine Konkurrenz, also wenig Konkurrenz zugelassen, indem er eben autoritativ in den Verlagen sprach. Aber wir haben ja auch den Boom von Borążek und niemand wird einen Zimmerer hochleben lassen, der im Hintergrund wirkte und auch sehr wichtig für die deutsch-polnischen Beziehungen ist. Das nur ganz kurz als Einwurf. Ich habe die sehr genau die Karriere von de Decius auf dem Markt der Lyrik verfolgt und werde es demnächst auch veröffentlichen.
Ja, vielen Dank, Herr Sauerland. Jetzt als Letzte meldet sich nochmal Katharina Raab. Das hat sich im Grunde durch das, was Herr Sauerland gerade sagte, schon halbwegs erledigt. Ich wollte nur zu bedenken geben, als es nochmal um die paternalistische Haltung den Lesern gegenüber ging, dass das Lyrikpublikum damals eigentlich nicht zu schocken war, wenn man sich überlegt, was gelesen wurde. Der deutsche literarische Expressionismus ist entdeckt worden. Eine junge deutsche Lyrikergeneration trat auf und die Dezius bewegte sich genau in diesen Kreisen. Also insofern fürchte ich, hat er eher so einen Exotenbonus gehabt. Also die polnische Literatur in Schutz nehmen zu wollen vor zu großer Drastik hat vielleicht auch bedeutet, aber das ist jetzt absolut freihändig gesprochen, sie so ein bisschen, ja, wie so ein, in so einen Garten zu setzen, statt sie mit den anderen ins Gespräch zu bringen. Das ist aber nicht richtig, wenn ich das so sage, denn es gab natürlich die Gespräche mit den anderen. Es gab das literarische Kolloquium, es gab die Sprache im technischen Zeitalter und das Enzensberger Museum der modernen Poesie. Das heißt, Dedecius hat sich da wirklich eingefügt und den polnischen Lyrikern auch ihren Platz gegeben. Ja, vielen Dank. Damit sind wir mit diesem Thema am Ende. Nochmal herzlichen Dank an Bernhard Hartmann und Birgit Krehl.